Schönen guten Abend. Das klingt deutlich anders. Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebes Publikum. Mein Name ist Anne Bonfert und ich leite die Heinrich-Böll-Stiftung in Niedersachsen. Und ich freue mich ausgesprochen, Sie und euch alle heute Abend hier im Alten Rathaus in Göttingen zu begrüßen. Gemeinsam mit der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten, der Friedrich-Ebert-Stiftung Niedersachsen, der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen haben wir vor ziemlich genau einem Jahr zusammengesessen und überlegt, wie wir die aktuellen Entwicklungen thematisieren können. Jetzt aber sind wir hier und freuen uns auf einen spannenden Austausch. Dazu möchte ich zum einen begrüßen Professor Dr. Jens-Christian Wagner, den Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, der uns zunächst mit einem Impulsvortrag in das Thema mit hineinnehmen wird. Herzlich willkommen. Im Anschluss diskutieren wir dann auch mit Lisa Groh, die für die Geschichtswerkstatt Göttingen aktiv ist. Moderiert wird das Gespräch übrigens so wie die gesamte Reihe von Dr. Achim Rode, dem Leiter der Gedenkstättenförderung der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Und jetzt freue ich mich tatsächlich ganz besonders darüber, dass wir Jutta Steinke, die Bürgermeisterin der Stadt Göttingen, für ein Grußwort gewinnen konnten. Es ist mir eine Ehre, dass Sie da sind. Die Bühne gehört Ihnen. Ja, einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste. Ich freue mich, Sie heute zu dieser wichtigen Veranstaltung im Namen der Stadt begrüßen zu dürfen, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe Geschichtspolitik und der Aufschwung der neuen Rechten stattfindet. Das Thema des heutigen Abends, rechter Geschichtsrevisionismus als Herausforderung für die Gedenkstättenarbeit, könnte kaum aktueller und wichtiger sein. Unsere Erinnerungskultur ist ein zentraler Bestandteil unseres demokratischen Selbstverständnisses. Gedenkstättenarbeit leistet hierbei einen entscheidenden Beitrag, indem sie historische Verbrechen, besondere die Gräueltaten des Nationalsozialismus, im kollektiven Gedächtnis lebendig hält und uns als Gesellschaft mahnt, Verantwortung für unsere Vergangenheit zu übernehmen. Sie ist ein wertvoller Ort des Lernens, der Reflexion und der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Göttingen als Standort der Dauerausstellung auf der Spur europäischer Zwangsarbeit, wie schon eben erwähnt, leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die Erinnerung an der Millionen ZwangsarbeiterInnen lebendig zu halten, die während des Zweiten Weltkriegs unsägliches Leid erlitten haben. Doch gerade in den letzten Jahren sehen wir, wie die neue Rechte verstärkt versucht, diese fundierte Auseinandersetzung mit der Geschichte zu unterminieren. Sie bedient sich dabei gezielt revisionistischer Strategien, um historische Fakten zu verzerren, Schuld und Verantwortung zu relativieren und so ein gefährliches Geschichtsbild zu betreiben, zu verbreiten vielmehr. Dieser revisionistischen Angriff auf unsere Erinnerungskultur betrifft uns alle, nicht nur die Wissenschaft, nicht nur die Gedenkstätten. Er ist eine Herausforderung für unsere demokratische Grundordnung, für unser Miteinander und für das Vertrauen in den gesellschaftlichen Diskurs. Daher ist es von großer Bedeutung, dass wir uns dieser Herausforderung mit Entschlossenheit und Klarheit stellen. Veranstaltungen wie die heutige sind ein wichtiger Beitrag zu diesem notwendigen Diskurs. Sie ermöglichen den Austausch von Wissen und Strategien. Sie geben den AkteurInnen der Gedenkstättenarbeit eine Plattform und schaffen Raum für eine breite gesellschaftliche Debatte. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Dass wir in den Gedenkstätten geschichtsrevisionistischen, aber auch rechtsextrem motivierten Angriffen ausgesetzt sind, hat sich wahrscheinlich herumgesprochen. Das ist nicht nur in Thüringen so, das ist auch in Niedersachsen so. Letztes Jahr zum Beispiel wurden Scheiben in der Geschäftsstelle der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten in Celle eingeworfen. Es gab immer mal wieder Angriffe, Schmierereien, Zerstörungen von Gedenkplatten
in der Gedenkstätte Schillstraße in Braunschweig, in vielen weiteren Orten Niedersachsens, auch in Ahlem in der Gedenkstätte ist das im letzten Jahr gewesen. Da wurden von Neonazis Aufkleber flächendeckend auf Gedenktafeln angebracht und so weiter und so fort. Das ist alles überhaupt nichts Neues. Es hat zwar in den letzten Jahren zugenommen, aber neu ist es überhaupt nicht. Solche Angriffe auf die Gedenkstätten haben Konjunkturen. In den 90er Jahren kamen sie vor allem in den ostdeutschen Gedenkstätten gehäuft vor, in den sogenannten Baseballschlägerjahren. In den Nullerjahren war es dann eine Zeit lang etwas ruhiger und seit einigen Jahren nehmen diese Angriffe wieder stark zu. So dass derzeit, wie ich schon sagte, es im Grunde keinen Tag gibt in Deutschland ohne einen Angriff auf eine Gedenkstätte. Was noch sehr viel häufiger passiert als Schmierereien oder auch tätliche Angriffe, sind Störungen, die von BesucherInnen in Gruppenbetreuungen ausgehen, also provokative Äußerungen, geschichtsrevisionistische Äußerungen. Aber was auch immer mal wieder vorkommt, sind Störungen von Gedenkveranstaltungen durch Extremrechte. Zum Geschichtsrevisionismus. Da ist es vielleicht zunächst nötig, den Begriff kurz zu problematisieren. Revisionismus, also die Revision, bezeichnet etwas noch einmal anzusehen. Und eigentlich ist die Revision in der Wissenschaft, also die Überprüfung wissenschaftlicher Ergebnisse und auch die Neubewertung wissenschaftlicher Ergebnisse, ein ganz normaler wissenschaftlicher Vorgang. Ohne Revision wissenschaftlicher Ergebnisse gibt es keinen Erkenntnisfortschritt. Das heißt, das, was wir als Geschichtsrevisionismus bezeichnen, ist im Kern in des Wortes Bedeutung eigentlich nicht etwas Negatives. Wir müssen aber dazu sagen und festhalten, dass der Begriff Geschichtsrevisionismus von Geschichtsrevisionisten selbst kommt. Das ist ursprünglich gar kein wissenschaftlicher Begriff gewesen, um das Phänomen, um das es hier geht, nämlich die Verharmlosung oder die Leugnung der nationalsozialistischen Verbrechen in einen Begriff zu fassen. Heute nennen wir das Geschichtsrevisionismus, aber dieser Begriff kommt ursprünglich von den Geschichtsrevisionisten selbst, die versucht haben, mittels der Imitation wissenschaftlichen Arbeitens ihre Holocaust-verharmlosenden oder leugnenden Thesen gewissermaßen wissenschaftlich zu legitimieren, indem diese Schriften alle einen Anmerkungsapparat haben, in dem zitiert wird aus Quellen, Und rein formal sozusagen sieht das aus wie wissenschaftliches Arbeiten. Wenn man sich das dann aber genau ansieht, dann wird man feststellen, dass die Quellen aus dem Zusammenhang gerissen sind oder dass sie komplett frei erfunden sind. Auch das gibt es häufig in der geschichtsrevisionistischen Literatur. Und natürlich fehlen dann, wenn Sekundärliteratur angeführt wird, fehlt komplett die seriöse Literatur, sondern dann wird zweifelhafte Literatur als Beleg für zweifelhafte Äußerungen herangeführt. Also der Begriff Geschichtsrevisionismus ist nicht so ganz, es ist sehr ambivalent, um es so zu formulieren. Und es gibt einige Historikerinnen und Historiker, die sagen, man sollte sich von diesem Begriff lieber verabschieden. Auf der anderen Seite ist dieser Begriff eingeführt und deswegen würde ich dafür plädieren, wir müssen ihn beibehalten, aber wir müssen uns klar machen, wo dieser Begriff eigentlich herkommt und dass er ursprünglich von den Geschichtsrevisionisten selbst eingeführt wurde. Mittlerweile übrigens wird der Begriff von Geschichtsrevisionisten selbst nicht mehr benutzt, eben weil er gewissermaßen einen Bedeutungswandel gehabt hat. Also weil er von den Kritikern der Geschichtsrevisionisten aufgenommen wurde, um das Phänomen der Holocaustleugnung und der Holocaustverharmlosung mit pseudowissenschaftlichen Methoden in einen Begriff zu fassen. Was können wir aber tun? Darauf möchte ich noch ein paar Worte dazu zu verlieren, weil das vielleicht ein ganz guter Input ist für die Diskussion, die wir gleich führen wollen. Was bedeutet das, wenn Menschen mit geschichtsrevisionistischen Positionen in Gedenkstätten provozieren? Wie gehen wir damit um, wenn die AfD
mit Grenzen aufläuft und vorgibt, der Opfer des Nationalsozialismus gedenken zu wollen. Meines Erachtens ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir klare Haltung gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus zeigen müssen. Und hier gibt es meines Erachtens auch keine parteipolitische Neutralität, ganz im Gegenteil. Gedenkstätten müssen nach meiner festen Überzeugung parteiisch sein, parteiisch im Sinne der Würdigung der Opfer des Nationalsozialismus, parteiisch im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen. Und wenn jemand genau diese beiden Punkte in Frage stellt, und das tut die AfD, dann dürfen nach meiner festen Überzeugung Funktionäre der AfD in Gedenkstätten nicht geduldet werden bei Veranstaltungen. Und so machen wir das auch in Thüringen zum Beispiel. Also dort haben AfD-Funktionäre nicht die Erlaubnis, an Veranstaltungen teilzunehmen. Wir müssen allerdings, glaube ich, auch in unserer eigenen Erinnerungskultur einiges ändern. Das heißt, wir müssen der Trivialisierung, der Verkitschung der Erzählung über den Holocaust, den NS-Verbrechen etwas entgegensetzen. Wir wollen auf Reflexion setzen. Wir müssen aufhören, nur um die Opfer zu trauern, ohne danach zu fragen, warum Menschen überhaupt zu Opfern wurden. Und das heißt vor allen Dingen, danach zu fragen, wer sie zu Opfern gemacht hat, wer die Täter waren, wer die MittäterInnen waren, die Profiteure und Profiteurinnen der NS-Verbrechen. Letzten Endes heißt das, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie die nationalsozialistische Gesellschaft als eine radikal rassistisch und antisemitisch strukturierte Gesellschaft funktioniert hat. Und das müssen wir nach allen Regeln der Quellenkritik wissenschaftlich basiert, quellengestützt machen und dann Aktualitätsbezüge herstellen und danach fragen, wie es denn heute eigentlich aussieht mit Verheißungen der Ungleichheit, mit Kriminalisierungsdiskursen gegenüber Ausgegrenzten, mit Produktivitäts- und Leistungsideologien, wo Minderleister gegen Wertvolle ausgespielt werden. Stichwort Bürgergelddebatte zum Beispiel. Ideologien der Ungleichwertigkeit spielen da auch eine starke Rolle. Das müssen wir sozusagen sauber historisch zunächst herausarbeiten, wie das im Nationalsozialismus funktioniert hat, um dann Aktualitätsbezüge in die Gegenwart zu stellen. Und da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und wir müssen auch an Begrifflichkeiten arbeiten. Und damit komme ich zum Ende. Ich zum Beispiel kann mit dem Begriff der Erinnerung relativ wenig anfangen. Das wird gerade bei Gedenkveranstaltungen geradezu mantraartig vor sich hergetragen. Erinnert euch. Es gibt ein Projekt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien seit einigen Jahren, das inhaltlich sehr gut ist. Das heißt Jugend erinnert. Und in Niedersachsen sind eine ganze Reihe von Projekten aus diesem Topf Jugend erinnert finanziert worden. Aber der Titel dieses Projektes, der ist sowas von vorgestern, ehrlich gesagt. Und letzter Punkt, erinnern können wir uns doch in des Wortes eigentlicher Bedeutung nur an etwas, was wir selbst erlebt haben. Und dann möchte ich fragen, an was sollen sich denn 16-jährige Schülerinnen und Schüler erinnern, die man nach Buchenwald führt, deren Großeltern mittlerweile aus generationellen Gründen den Nationalsozialismus nicht mehr selbst erlebt haben. Für die sind die NS-Verbrechen auf den ersten Blick etwas, was ganz irgendwo im tiefsten Mittelalter stattgefunden hat und wo sie null persönliche Zugänge haben. Vielen Dank für den sehr reichhaltigen und sehr sozusagen im Weitwinkelobjektiv gestalteten Vortrag, der so viele Themen angerissen hat, die wir auch später noch mit dem Publikum gerne diskutieren werden. Wir für uns als Konsortium der veranstaltenden Stiftung sind ja alle im Bereich der historisch-politischen Bildung unterwegs, und das wäre dann sozusagen der naheliegendste Ansatz für uns, zumindest diejenigen abzuholen, die noch nicht sozusagen zum harten ideologischen gefestigten Kern derjenigen gehören, die an solche uns vielleicht bizarr und abwegig anmutenden Erzählungen aus dem geschichtsrevisionistischen Spektrum, wie du sie hier so eindrucksvoll porträtiert hast, sozusagen dahin abzugleiten.
Dass wir sie ernst nehmen müssen, wissen wir durch die letzten Wahlergebnisse und wahrscheinlich auch in zukünftigen Wahlergebnissen werden wir das sicherlich bestätigt sehen, so wie es leider zurzeit aussieht. Und ich ehrlich gesagt bin auch gespannt, wie es hier in Göttingen und Umgebung aussieht, was rechtsextreme, sagen wir mal, aus deiner Arbeit in der Geschichtswerkstatt mit der Ausstellung zu Zwangsarbeit in Südniedersachsen, gibt es da irgendwelche Berichte von Übergriffen oder Provokationen? Habt ihr zu tun mit geschichtsrevisionistischen Provokationen? Nimmst du das im Göttinger Umfeld wahr? Vielleicht fangen wir damit erstmal an als Einstieg. Ja, wie sieht das hier in Göttingen und in Südniedersachsen aus? Ich könnte anfangen mit der 90er Jahre, aber ich rede von heute, wie das aussieht. In den Landkreisen Göttingen, Nordheim und in der Region Eichsfeld gibt es immer wieder Versuche von rechtsextremen Organisationen, sich hier zu etablieren. In den letzten Jahren wissen wir, die hier wohnen, dass es oft große Demonstrationen von diesen Gruppierungen gegeben hat und dass Göttingen ist ein geliebtes Ziel von dieser Demonstration. Gerne wird hier provoziert. Aber es gibt zum Glück noch eine sehr breite zivilgesellschaftliche Gegenprotest. Allerdings muss man sagen, wenn man stundenlang in der Kälte oder in der Sonne gegenprotestiert, ist das auch eine Art Erfolg, weil sie bündeln unsere Energien, unsere Kapazitäten, andere Arbeiten zu machen. Und das soll nicht vergessen werden. Wir in Göttingen, an der südlichen Zipfel von Niedersachsen, sind im Länderdreieck mit Thüringen und Hessen. Und wie wir wissen, viele von dieser rechte Strömungen kommt eigentlich aus dem Westen. Was wir erfahren ist, dass hier an der Grenze von Thüringen zu Niedersachsen in Bornhagen wohnt Bernd Björn Höcke, Entschuldigung, der eigentlich aus Bad Soden-Ollendorf als Lehrer gearbeitet hat, also in Hessen. Und dann haben wir unsere Neonazi Thorsten Heise, der im Nachbarort Frittenrode wohnt, der kommt aus Nordheim. Und dort versuchen sie, nicht nur überregional auch zu bewirken. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir überlegen, wie in der Umgebung extrem rechte Organisationen aufgebaut werden. Aber es gibt dann schlimmere Fälle, insbesondere Muslime angesehene Orte wurden in den letzten Jahren immer wieder zu Opfern von rechtsextremen Angriffen. Sei es durch diese sogenannten Schmierereien oder durch Drohbriefe gegen die DITIB-Moschee in Grone oder durch einen Brandanschlag auf einen türkischen Supermarkt, auch in Grone. Übrigens, die Polizei nennt es eine Brandstiftung. Es hat keinen politischen Hintergrund. Wir fragen uns, warum immer die gleiche Stellen. Jetzt möchte ich vier Aspekte aus der Arbeit in der Ausstellung aufgreifen, was vielleicht eher subtile Formen der, erstmal erscheinen als subtile Formen der Revisionismus. Vor allem begegnen wir viele Menschen, die eher ein Nichtwissen über das Thema Zwangsarbeit und NS-Geschichte im Allgemeinen bei jüngeren und bei älteren Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist erstaunlich, dass es noch so ist, aber es ist so. Und gerade da sehen wir unsere Kernarbeit. Also, wie kann es sein, dass Aussagen zu NS-Zwangsarbeit von früher, von älteren Generationen, heute noch von jungen Menschen geäußert werden? Wenn Wissenschaftlerinnen, also von der Universität Göttingen, hier rede ich von Professoren, Postdocs und Doktoranden, mit ihren Studentinnen in der Ausstellung kommen zu einem Besuch. Die nehmen oft teil an einer Führung oder machen einen Workshop mit. Und dann kommt
ganz plötzlich durch die Professoren im Postdocs und Doktoranden Totalitarismus-Theorien, also die Gleichstellung der NS-Verbrechen mit Stalinismus oder mit der DDR. Was wird versucht, ist eine Umkehrung der Opferrolle der Deutschen, zu sagen, Leid gegen Leid aufzurechnen. Der berühmte Phrase, ein Schlussstrich unter den NS-Vergangenheit ziehen. Das ist aus der Zeit der Entnazifizierung erstmal ausgesprochen worden und begleitet uns seit dann. In der direkten Äußerung, mit dem wir regelmäßig konfrontiert sind, hören wir oft, ist das Thema noch aktuell? Wird die Ausstellung noch besucht? Niemand interessiert sich mehr für die NS-Vergangenheit. Das sind die offensichtliche direkte Aussage. Aber es gibt zwischen den Zeilen und auch im Handeln spüren wir, dass es auch so zu Gedankengut gehört. Und jetzt möchte ich ein Beispiel nennen, und das ist das Lippenbekenntnis der kommunalen Politik hier in Göttingen. Wenn ich von der kommunalen Politik rede, rede ich allgemein. Natürlich gibt es immer individuelle Politiker und Politikerinnen und Leute aus der Verwaltung, die uns unterstützen, aber haben Schwierigkeiten, das Anliegen in ihre Fraktionen einzutragen. Also das ist keine Verallgemeinerung, aber es wirkt so ein bisschen. Immer wieder wird von der Stärkung der Demokratie durch Bildung gesprochen. Diese Aufgabe wird an den Gedenkstätten der nationalsozialistischen Verbrechen verstärkt wahrgenommen. Es wird gesagt, dass die Geschichtswerkstatt und die Ausstellung zur Zwangsarbeit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zum historisch-politischen und kulturellen Bildung leistet. In der Realität erleben wir aber, wie eine gewisse Gleichgültigkeit und mangelnde Bereitschaft von fast allen demokratischen Parteien, finanzielle Mittel für unsere Bildungs- und Vermittlungsarbeit zur Verfügung zu stellen. Seit mehr als 15 Jahren versuchen wir eine Teilfinanzierung einer Bildungsreferentenstelle in der Ausstellung durch die kommunale Politik zu bekommen. Wer nicht bereit ist, diese Bildungsarbeit ausreichend zu finanzieren, zieht im Grunde einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit. Und damit. Wir arbeiten an Orten historischer Verbrechen, die erstmal für sich stehen und die wir erforschen, die wir weitertragen, die wir in der Vermittlungsarbeit kommunizieren. Und jetzt geht es um Gegenwartsbezüge. Also wie können wir den Jugendlichen, für die, wie du sagtest, das Thema NS bereits irgendwie vergleichbar ist mit dem finsteren Mittelalter, klar machen, dass das was mit ihrem Leben zu tun hat. Und diese Diskussionen, die werden dann immer beantwortet, ja, also wir müssen differenziert und historisch grundiert erklären, wo Analogien sind, wo sie falsch sind, und wir dürfen auf keinen Fall in so eine entkontextualisierte Form der Menschenrechts- oder Demokratiebildung verfallen, die sozusagen auf der Basis historischer Verbrechen plötzlich affirmative Lernziele sowie sozusagen Gedenkstätten als so eine Art kathartischer Ort, wo Menschen, die vielleicht mit antisemitischen Vorurteilen durch die Gegend laufen, dann auf den wahren Weg zurückgeführt werden. Also auf diese Art und Weise wollen wir ja nicht arbeiten. Das ist, glaube ich, auch meiner ironischen Art, das zu fragen, schon zu entnehmen. Aber um diese Unterschiede mal etwas klarer zu machen, könntest du, Jens, vielleicht mal misslungene oder erfolgreiche Beispiele für Gegenwartsbezüge in der Bildungsarbeit, etwa in Buchenwald oder Mittelbau-Dora oder anderswo in NS-Erinnerungsorten illustrieren, damit uns diese Unterscheidung mal klarer wird? Ich fange mal mit einem gelungenen Projekt an, und das ist ein
Projekt, das wir seit einigen Jahren mit der Thüringer Polizei machen, in den beiden Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Und zwar werden sowohl der mittlere als auch der höhere Dienst in der Ausbildung in die, da machen sie einen Teil ihrer Ausbildung im Rahmen von Seminaren in den beiden Gedenkstätten. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach und immer jeweils 3 Tage. Also ein gewisser Teil der Ausbildungszeit wird in den Gedenkstätten verbracht. Und da geht es darum, im Kern darum zu lernen, welche Folgen polizeiliches Tun für diejenigen hat, die Objekte polizeilichen Tuns sind. Und ich sage ganz bewusst Objekte und nicht Opfer, aber sie können eben zu Opfern werden. Und im Nationalsozialismus waren sie Opfer. Und in diesen Polizeiprogrammen wird zunächst mal ganz dezidiert historische Bildung gemacht, indem die jungen Polizistinnen und Polizisten an die Geschichte der Polizei im Nationalsozialismus herangeführt werden, indem sie sich damit auseinandersetzen, wie die Polizei eigentlich aufgebaut gewesen ist, welche Aufgaben die Kriminalpolizei hatte, welche Aufgaben die Ordnungspolizei hatte, welche Aufgaben die Gendarmerie hatte und so weiter und so fort, um dann in einem zweiten Schritt zu lernen, dass arbeitsteilig alle Bereiche der Polizei am nationalsozialistischen Verfolgungs- und Repressionssystem beteiligt gewesen sind, bis hin, dass sie beteiligt gewesen sind auch an der Vernichtungspolitik, an der Vernichtungspraxis des Nationalsozialismus. Und das wird quellengestützt gemacht, indem die Polizistinnen und Polizisten in ganz kleinen Gruppen mit den Quellen arbeiten. Ganz konkret zum Beispiel, indem sie sich mit Protokollen beschäftigen, die Gendarmerie-Angehörige, also Dorfpolizisten, geschrieben haben 1943/44, als sie aus der Zwangsarbeit geflohene Franzosen aufgegriffen haben und dann an die Gestapo übergeben haben. Und später wurden die ins KZ überstellt und sind dort zu Tode gekommen. Und aus diesen Protokollen wird einerseits deutlich, dass es eine gewisse Sympathie sogar dieser jungen, dieser Polizisten, also der Nazi-Polizisten, dieser Gendarmerie-Leute, gegenüber den von ihnen Festgenommenen gibt, dass sie gleichzeitig aber ohne mit der Wimper zu zucken, diese Leute an die Gestapo ausliefern. Und es ist völlig klar, was mit denen dann passiert. Und das sind, da merken wir dann jeweils in den Bildungsformaten mit den Polizistinnen und Polizisten, dass sie erstens so etwas vermittelt bekommen wie ethische Verantwortung für den eigenen Beruf, was übrigens auch in anderen Berufen eine Rolle spielt, also zum Beispiel im Museum zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, das wir jetzt gerade erst eröffnet haben in Weimar, da machen wir Bildungsprogramme mit Verwaltungspersonal. Und die beschäftigen sich mit Quellen zur Geschichte der Arbeitsämter im Nationalsozialismus. Was bedeutet das eigentlich, im Arbeitsamt zu arbeiten? Und aus den Arbeitsämtern und von der Kriminalpolizei wurden 1938 Tausende von Menschen im Rahmen der sogenannten Aktion Arbeitsscheureich in die Konzentrationslager eingewiesen. Das war nicht die Gestapo, das war auch nicht die SS, das waren die Arbeitsämter und die Kriminalpolizei, die gemeinsam Listen erstellt haben von Leuten, die aus der deutschen Gesellschaft entfernt werden sollten, um in die KZs zu überweisen. So, und das sind wirklich, da wird ganz, ganz basal an den Quellen gearbeitet zunächst mal. Und erst im zweiten Schritt werden dann Aktualitätsbezüge hergestellt, Gegenwartsbezüge, wo es darum geht, ja, wie begegnen wir heute Menschen aus anderen Ländern? Stichwort Racial Profiling zum Beispiel, solche Sachen spielen dann eine Rolle. Das ist in meinen Augen eine gelungene Bildungsarbeit, weil aus den Quellen herausgearbeitet wird und am Ende diejenigen, die diese Teil dieser Bildungsarbeit sind, sich den Sinn der Geschichte
und Ihre Rückschlüsse darauf, was das für Sie heute bedeutet und in welcher Gesellschaft Sie heute leben wollen und welche ethische Verantwortung Sie heute zeigen wollen, diese Schlüsse selbst ziehen und ihn nicht jemand mit erhobenem Zeigefinger sagt, das ist das Lernziel und das musst du jetzt sozusagen eins zu eins annehmen. Wir wollen keine Mastererzählungen aufoktroyieren. Wir wollen gar keine Mastererzählung zunächst mal formulieren, sondern aus den Quellen wird herausgearbeitet, wie bestimmte historische Vorgänge nicht nur geschehen sind, denn Dinge geschehen nicht einfach, sondern sie werden gemacht von handelnden Akteuren. Stichwort Agency ist ein ganz wichtiger Punkt. Also darauf hinzuweisen, dass jeder Mensch ein Akteur ist und jeder Mensch sich ständig entscheiden muss, gehe ich nach rechts, gehe ich nach links, gehe ich geradeaus, sage ich ja, sage ich nein. Und dass jede Entscheidung, die ich treffe, Folgen für mich selbst, aber auch für andere Menschen haben kann. Und das ganz sauber aus den Quellen herausgearbeitet. Und das funktioniert meines Erachtens gut. Was nicht gut funktioniert, ist, wenn irgendein Lernziel verkündet wird nach dem Motto, Demokratie ist wichtig, Menschenrechte sind wichtig. Natürlich sind Demokratie und Menschenrechte wichtig. Aber wenn wir das aus dem Brustton, mit dem Brustton der Überzeugung verkünden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das angenommen wird, eher gering. Also, wir wollen keine Gewissheiten verkündern, sondern ja, im Grunde verunsichern. Eigentlich geht es darum, zu verunsichern und zur Reflexion anzuregen. Das ist das Ziel der Gedenkstättenarbeit. Also die Fähigkeit zu historisch reflexivem, selbstreflexivem Denken. Sozusagen. Was letzten Endes dann immer, wenn ich, es geht um Geschichtsbewusstsein, um reflexives Geschichtsbewusstsein, es geht um die Stärkung von Urteilskraft und historischer Urteilskraft. Aber wenn ich historische Urteilskraft habe, ist damit immer inkludiert, dass ich auch sozusagen Gegenwartsurteilskraft habe. Und letzten Endes geht es doch tatsächlich um die Frage, in welcher Gesellschaft wir heute leben wollen. Und der Nationalsozialismus zeigt uns hoffentlich, dass das nicht die Gesellschaft ist, die wir uns wünschen. Was macht man, wenn die Mehrheiten kippen? Also dieses berühmte Demokratieparadoxon. Wie können wir damit umgehen? Um es mal ganz salopp zu formulieren, wenn die Mehrheit NS-Verbrechen leugnet und die Mehrheit der Würde der NS-Opfer widerspricht, dann kommt die Mehrheit nicht in die Gedenkstätten rein, solange wir dort irgendetwas zu sagen haben, die diesen Gedenkstätten. Allerdings ist die Frage, wie lange wir dann unter solchen Bedingungen in Gedenkstätten etwas zu sagen haben. Das war jetzt implizit auch ein Appell, Arbeit in den Gedenkstätten auch wieder vielleicht ein bisschen stärker als Streitkultur zu entwickeln, weil wenn man solche Themen, wie du gerade nanntest, die Migrationsdebatte anspricht, dann hat man ja quasi eine Garantie dafür, dass es kontrovers wird heutzutage? Ja, natürlich. Also das gehört doch dazu. Also wenn wir in einer Demokratie leben wollen, gehört doch auch Streit dazu und argumentative Auseinandersetzung. Also ich habe abgesehen davon Gedenkstättenarbeit immer auch als politische Arbeit verstanden. Und ich weiß, dass es ändert sich im Augenblick einiges. Noch vor wenigen Jahren hat man aus vielen Gedenkstätten gehört, wir werden uns zur Debatte um Migration nicht äußern, wir äußern uns auch nicht zu anderen Formen von heutigen Menschenrechtsverletzungen, weil wir bleiben sozusagen bei unserem Metier. Und da würde ich immer deutlich sagen, nein. Eine Institution, deren Aufgabe es ist, sich mit Menschenrechtsverletzungen und Menschenrechtsverbrechen in historischer Perspektive zu auseinanderzusetzen, der hat natürlich auch die Verpflichtung, auf heutige Menschenrechtsverletzungen zu blicken. Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen, weil es gibt noch weitere Meldungen. Der Herr in der dritten Reihe, bitteschön. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Konrad Finger. Ich bin im Landkreis Göttingen der zuständige Dezernent für Soziales, Jugend, Bildung und Kultur.
Und ich möchte Ihnen zunächst erstmal herzlich danken, Ihnen allen drei, für Ihren klaren Einsatz für die gute Sache. Und Demokratie lebt aber nicht von gut funktionierenden Maschinen. Demokratie lebt von Menschen, die mitdenken und die sich einbringen. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, was können wir machen? Ich glaube, wir alle müssen uns stärker einbringen. Und auch widersprechen, im Alltag widersprechen, auf der Familienfeier widersprechen, in der Kaffeeküche, im Unternehmen widersprechen, im Zug, im Bus widersprechen, wenn rassistische oder antisemitische Positionen vertreten werden. Wir brauchen Zivilcourage, auch das ist etwas, was wir aus der Zeit des Nationalsozialismus lernen. Und ich glaube, da ist noch extrem viel Luft nach oben. Ich mache jedenfalls ständig die Erfahrung, wenn ich irgendwelche Neonazis anspreche auf ihr Verhalten, dass mich alle merkwürdig angucken nach dem Motto, oh, da hat ja mal jemand was gesagt. Nein, diesen Leuten muss man zeigen, dass das nicht normal ist, sich mit einem SS-T-Shirt in die Kneipe zu setzen, wie ich es in Weimar ständig erlebe.